Die große Ostzeit. 35 Tage Kreuzfahrt mit Kurs Karibik. Auf die Gäste der Mein Schiff 1 warten in diesem Herbst und Winter gleich drei außergewöhnliche Reisen. Er steht ab 12. Dezember in Bremerhaven auf der Brücke. Kapitän Jan Fortun freut sich auf die einmaligen Langzeitreisen. Ja, man bekommt natürlich die Möglichkeit, entschleunigt einfach in Richtung warmes Fahrtgebiet zu fahren, wo die Sonne scheint. Man verlässt das kühle Deutschland und gegebenenfalls auch den Vorweihnachtsstress und kann dann schön Weihnachten in der Karibik verbringen. Und das ist ja auch eine ganz tolle Sache. Von Bremerhaven in die Karibik und zurück. Dabei allein zwei Wochen Inselhopping in tropischen Gefilden, individueller Landgang inklusive. Wir starten im hohen Norden, im kalten Deutschland und bahnen uns dann unseren Weg durch den englischen Kanal über die Biskaya. Und ja, von da gehen wir dann entweder von den Azoren oder über Funchal in Richtung Karibik. Und das ist ganz toll, denn wir stellen dann die Uhren zurück und dann kann man ganz entschleunigt sich der Wärme nähern. Und an den letzten Seetagen, da kann man schon die Sonne genießen und kann schon mal vorbräunen. Und ja, dann arbeiten wir uns die karibischen Inseln entlang über die ABC-Inseln Aruba, Bonaire und Curaçao. In fünf Wochen durch zahlreiche Fahrtgebiete, für Abwechslung ist da gesorgt. Die bevorzugte Route des Kapitäns? Ich bin ein freizeitorientierter Kapitän und deswegen eher Sonnenschein in der Karibik und am Strand liegen. Dem dunklen November oder Januar in Deutschland entfliehen oder auch die Weihnachtstage und Silvester einfach einmal anders verbringen. Die Mein Schiff 1 fährt der Sonne entgegen, aber auch angenehm zurück. Ja, das ist natürlich eine ganz besondere Reise, die wir da machen. Ich glaube, das ist auch eine Reise, die macht man nur einmal im Leben. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall mit aufspringen auf unser Schiff hier. Und wir werden sie dann behutsam in die Karibik und wieder zurückführen.